Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sneak Preview Review. Eigentlich gilt ja die Brille nicht abnehmen, aber man, ich riskiere es mal doch. Warum soll man die Brille nicht abnehmen? Natürlich, weil es um den Film Everest geht und wer die Brille abnimmt, wird schneeblind. Wie wir alle wissen. Okay, der hat wirklich sie lange nicht auf, das war wirklich dämlich. Egal, das ist ein Film, der auf einer wahren Begebenheit beruht. Es spielt im Jahr 1996. Es geht um die Firma Adventure Consulting. Bitte? Wie heißt der Film? Der Film heißt Everest. Natürlich. Habe ich das nicht gesagt? Natürlich habe ich es gesagt. Ach was, kannst du nicht oft genug sagen. Wie oft heißt der Film? Everest. Egal. Und auf jeden Fall, es geht um die Firma Adventure Consulting, die Touren zum Gipfel des Mount Everest anbietet. Und sie hat jetzt auch Konkurrenz bekommen. Und ja, dementsprechend wird es im Basislager ein bisschen enger. Und ja. Es gibt dann auch so ein bisschen Probleme mit den anderen Teams und so. Und auf jeden Fall wird sich viel Zeit genommen für die Charakterbildung erst einmal. Man lernt die verschiedenen Bergführer kennen und die, die Chefs von diesen hier. Ach, wie heißen sie gleich? Sherpas? Sherpas, genau, die Chef-Sherpas. Und so ein bisschen was von Nepal sieht man. Alles sehr hübsche Bilder und so. Also, auf jeden Fall, und man lernt, dass Sommer in Nepal aussieht wie Winter bei uns, nur schlimmer. Und auf jeden Fall, ja, verschiedenste Schauspieler, viele von denen waren mir aus anderen Sneak-Filmen oder anderen Filmen schon bekannt. Wie gesagt, Charakterbildung hat man sich sehr viel Mühe mitgegeben, man wollte ja auch einfach, dass man so ein bisschen mitleidet mit denen, das Ganze. Der Film umfasst so eine Story von ungefähr 4 Wochen und ja, die wichtigsten Tipps, die man dabei lernt, sind: haltet euch um die Umkehrzeit von 14 Uhr, nehmt die Schneebrille nicht auf und mitten beim Abstieg aufhören, weil man nicht mehr kann, ist eine dumme Idee. Ansonsten gibt es in dem Film schon leicht anklingende Kritik am Massentourismus auf dem Everest. Müll, der rumliegt und sowas. Das ist ganz, ganz klein. So, eigentlich geht es vor allen Dingen darum, dass dort halt Menschen auf Everest steigen, Ziele haben dabei für sich selbst und ja, dann am Ende natürlich auch der ein oder andere davon umkommt. Spielt Reinhold Messner eine Rolle und wird er vom Yeti gespielt? Nein, Reinhold Messner kommt nicht vor, der wird nicht vom Yeti gespielt. Der Yeti taucht gar nicht auf, dafür Jax. Jax kann man leicht vom Yeti unterscheiden, die haben Hörner. Okay. Ja. Der Film ist ganz schön lang. Ja, er ist wirklich relativ lang. Es sind keine 3 Stunden oder so, aber er ist wirklich lang. Es war in 3D und das 3D hat sich nicht gelohnt. Wirklich nicht. Man hat keine großen 3D-Effekte gehabt. Nicht einmal bei den Lawinen-Szenen. Also, Leute, warum macht ihr 3D-Filme? Das Kino will 3 Euro mehr dafür und ich hab nichts davon. Lass den Scheiß einfach sein. Das ist das, was ich an der Filmindustrie sagen kann. Ansonsten, wer unbedingt einen Film über Bergsteiger Mount Everest sehen möchte, kann sich das angucken gehen. Ansonsten ist der Film definitiv kein Muss, weil Filme, die auf einer wahren Begebenheit basieren, haben eben dieses Problem, dass sie keine richtige schöne storymäßige Climax haben. Und das tut Film meistens echt gut, weil ich meine, hier in diesem Film, der endet dann irgendwann so. Und jetzt haben wir so nochmal wieder Bilder von den richtigen Leuten und Text. Ja, super. Wen interessiert das? Ansonsten spielen da eine ganze Menge Schauspieler mit, die man eigentlich kennen könnte, deren Namen die aber bis auf bei Keira Knightley gerade nicht einfallen. Aber der eine war in dem ersten Film, den ich in der Sneak gesehen hatte, vor vielen Jahren dabei. Hier. Der eine spielt Donnie Darko oder auch den Prince of Persia und. Da waren aber noch ein paar mehr, deren Gesichter mir einfach wahnsinnig bekannt vorkamen. Also, ja. Was natürlich immer ein bisschen schwer zu sagen war, weil die ja alle Bart tragen. Ihr seid am Average. Egal. Ist es spannend? Nicht die ganze Zeit. Ist es witzig? Meistens auch nicht. Es ist so ein Film, wo man sich auch sagt, ja, meine Güte, ein bisschen Tragödie am Berg, aber meine Güte, die Leute, die den Everest hochsteigen, haben es eigentlich auch nicht wirklich besser verdient. Und damit bis zum nächsten Mal.